Servus zu Barbecue aus Franken. Heute mal eine etwas ungewöhnliche Perspektive für meine Einleitung. Im Hintergrund ein grüner Busch, im Vordergrund ein Grill, das kennt man ja noch von mir. Was hat jetzt der Busch damit zu tun? Relativ einfach, wenn ich nämlich in den Busch reinlang, dann hole ich mir wunderschöne Zwetschgen raus. Richtig schöne kleine Zwetschgen. Also jetzt haben wir die Brücke zu der ganzen Geschichte. Grill, Zwetschgen, Barbecue aus Franken, da könnte man was damit machen. Machen wir einen Kuchen, und zwar einen richtig schönen fränkischen Zwetschgenkuchen machen wir. Und wie wir das machen, das schauen wir uns jetzt miteinander an. Ich gehe jetzt erst einmal pflücken. Hat jetzt gar nicht lange gedauert, ein paar Minuten, und ja, ich habe die Menge, die ich jetzt brauche. Brauchen wir 500 Gramm in Stein die Zwetschgen. Das heißt also, die müssen jetzt erst einmal entsteint werden. Das mache ich jetzt einmal ohne euch, und dann sehen wir sie wieder. Die Zwetschgen sind halbiert. Brauchen wir aber jetzt noch nicht. Jetzt machen wir schon mal einen Teig. Und die genauen Mengen und das Rezept zu dem Teig nehmt ihr bitte wie üblich unten aus dem PDF, das ich für euch mache. Und das könnt ihr unten finden bei mehr Anzeigen. Aufklicken, Rezept ist ein Link, da klickt ihr drauf. So, aber im Einzelnen brauchen wir Butter, wir brauchen Zucker, wir brauchen Milch, wir brauchen Ei, wir brauchen Vanillezucker, ein wenig Backpulver und Mehl. Und das Ganze gebe ich jetzt in den Mixer und mache da einen schönen Teig draus. Und damit wir da wieder alles rauskriegen, tun wir das Ganze erst einmal. Ich weiß, das ist jetzt doppelt gemoppelt, aber ich erkläre euch auch gleich, warum. Wir buddeln uns erst einmal aus. Hintergrund ist, wir werden jetzt auch noch Backpapier reinlegen. Aber sollte da irgendwie was undicht sein, kriegen wir das auf alle Fälle wieder raus. Und es hat jetzt den Vorteil, dass mir das Backpapier erst einmal in der Pfanne quasi bleibt. Da lege ich das Backpapier rein. Und jetzt backt mir das so richtig schön an der Seite hin. Was jetzt vorne übersteht, das schneide ich jetzt einfach mit der Schärbung ab. So, so schaut es aus, nachdem es abgeschnitten worden ist. Da kann jetzt der Teig rein. So, nachdem wir ja ein wenig einen besonderen Kuchen machen wollen, ein wenig einen besonderen Zwetschgenkuchen, machen wir auch ein wenig eine Quarkschicht mit rein, also so eine Käsekuchenschicht mit. Und dazu brauchen wir ein bisschen an Quark. Wir brauchen Eigelb, wir brauchen Zitronenabrieb, Puddingpulver, Vanillezucker, Sahne. Das war schon, wenn ich nichts vergessen habe. Rezept, wie gesagt, steht hier unten. Habe ich einen Zucker dazu gesagt? Nein, Zucker habe ich noch nicht dazu gesagt. Aber ist ja dann im Rezept. So, das Ei geben wir mit dazu, beziehungsweise das Eigelb. Dann geben wir den Zucker, den ich gerade vergessen habe, dazu. Die Sahne. Den Vanillezucker für den Geschmack vom Vanille. Und das Puddingpulver. Bio-Zitrone, trotzdem gewaschen. Ein bisschen was reinreiben. Schön durchrühren. Und schon haben wir die Quarkmasse fertig. So, der Hüllkuchenteig ist fertig. Und den fülle ich jetzt in die Pfanne. Und verteile das ein wenig. Oh, das geht relativ gut. So als kleiner Trick, wenn es jetzt nicht so gut hätte gehen können, wollen. Ich habe da ein wenig Milch. Da kann man den Löffel dann eintauchen. Und ein bisschen mit der Milch verstreichen, dann geht es etwas leichter. Aber brauchen wir nicht heute. Wer sich jetzt die Arbeit mit der zusätzlichen Schicht nicht machen möchte, der kann jetzt auch schon die Zwetschgen reinlegen. Ich gebe aber die Quarkmasse noch dazu und verteile die. Und jetzt kommen die Zwetschgen drauf. So, so sieht der Kuchen bis jetzt aus. Wer möchte, kann jetzt noch Streusel drauf machen. Ich mache das nicht, weil ich will keine Kalorien zu viel haben. Ich mache stattdessen ein wenig Zucker drauf. Also Blödsinn. Brauner Zucker, ein bisschen was oben drauf, wird schön karamellisieren, gibt noch ein wenig Schmeckler dazu. Also wie gesagt, wer möchte, macht Streusel dazu, mir reicht es also. Soweit ist fertig, jetzt geht es auf den vorgeheizten Grill, 180 Grad in etwa für, ja, ich denke mal so eine Stunde, knappe Stunde. So, Deckelthermometer sind wir jetzt bei 175 Grad, das soll jetzt erst einmal genügen, das kriegen wir schon und das passt. Dann gehen wir es mal rein, das gute Pfennli. Rechts Kohlenkorb, links Kohlenkorb. In der Mitte soll es erkochen werden. Was ich jetzt mache, ich werde so alle 10 Minuten, Viertelstunde so mal ein bisschen drehen, damit das schön gleichmäßig wird, weil wir doch da ein wenig näher bei den Kohlen sind wie in der Mitte. Aber jetzt den Deckel zu, sonst wird es nichts. Nach einer Stunde 20 sieht das Ganze jetzt so aus. Sensationell. Ja. Riecht ganz, ganz toll. Ich bin gespannt, ob ich meine Pfanne, es ist natürlich tatsächlich ein bisschen was drüber gegangen, ob ich die wieder sauber kriege. Die
nehmen wir jetzt auf jeden Fall runter, lassen den Kuchen mal auskühlen oder ein bisschen auskühlen und dann schauen wir, dass wir den rausbekommen. So schaut der Kuchen jetzt aus, nachdem er aus der Pfanne raus ist. Saulecker, ich freue mich richtig, das sieht richtig gut aus. Jetzt schneiden wir einfach mal so ein Stückchen raus. So schaut er aus. Sehr lecker. Sensationell, saftig und ja, jetzt versuchen wir nochmal. So, der Kuchen ist jetzt ausgekühlt. Jetzt haben wir natürlich den Nachteil, dass es schon ein bisschen dunkel ist. Also, Alternative, Kunstlicht. Das haben wir jetzt gerade gemacht, weil ich kann es ehrlich gesagt nicht erwarten bis morgen, bis ich den Kuchen anschneide und probiere. Und ihr wollt es ja auch wissen. Ja, ich versuche jetzt einmal für euch oder statt euch oder stattdessen oder je nachdem. Ich versuche auf jeden Fall jetzt einmal. Und? Ich versuche das einmal zu beschreiben. Ein schöner, lockerer Boden durch den Rührteig. Dann kommt diese Käsekuchenschicht, die oben drauf ist, und da drinnen die leicht säuerlichen, aber trotzdem mit ein bisschen süßen Zwetschgen durch diesen Zucker und die Sahne, die ich jetzt noch oben drauf gemacht habe. Einfach sensationell. Benutze ich momentan sehr gerne das Wort, aber ist es auch wirklich. Also es ist immer schwierig, sowas zu beschreiben. Ich will das wiedergeben, was es wirklich ist. Also sensationell. Ja, macht es noch und ihr wisst es. Das Rezept, wie gesagt, findet ihr unten in dem mehr Anzeigen, sprich in dem Kommentarblock. Da, wenn ihr was hinterlassen wollt, sprich einen Kommentar, würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Geht natürlich genauso über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr den Kanal abonnieren wollt, da kommt jetzt das Logo, da klickt ihr bitte drauf, seid ihr dabei bei Barbecue aus Franken, kriegt ihr mit, wenn es ein neues Rezept gibt. Jeden Mittwoch gibt es eins. Sowas, was anders. Schöne Sachen auf jeden Fall, denke ich einmal zumindest. Ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall über dieses gelungene Projekt hier, sprich Zwetschgenkuchen. Wir werden noch ein Stückchen herunterschneiden und die Nachbarn ein bisschen geben, die freuen sich auch drüber. Und euch wünsche ich eine schöne Zeit. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder zu Barbecue aus Franken. Ich bleibe euer Sven. Tschüss.